Dann machen wir mal weiter. Der Nisol, da hatten wir letztes Mal dann gleich abgebrochen im Gespräch. Wo ist euer Hauptquartier? Wo ist euer Hauptquartier? Erst wenn du uns hilfst, werden wir dir so weit vertrauen, dass wir dir solche Informationen geben. So, dann muss ich nach Duras und Duras sprechen. Separatist. Ich kann jetzt nicht. Wir reden später. So, waren das alle? Was habt ihr hier denn? Machtstoß. Tja, ich muss mir jetzt einen Teleporter suchen, so wie es aussieht. Und irgendwie weg von hier. Da drüben ist ein Teleporter. Ist ja jetzt auch ziemlich dunkel hier, also es ist schon ätzend. Warte mal, Norden, dann ist da, also ist östlich von mir, da muss ich hin. Irgendwo hier hinten muss dann der Teleporter sein. Überlebe ich alles. Aber den da unten überlebe ich nicht. Hä? Wollt mich gerade verarschen, oder? Gut, ich warte einmal ganz kurz ab. Ist echt ziemlich dunkel, dann sieht man nichts her. Uiuiui. Das war aber auch knapp. Wow, wow, wow. So, der Teleporter ist da hinten irgendwo. Haben sie ja schon schick gemacht irgendwie, ne? Aber so gefährlich ist das Spiel. Beschweren sich ja viele, dass der Schwierigkeitsgrad so hoch ist. Einerseits kann ich es ja bestätigen. Aber andererseits war das ja so gewollt. Gut, jetzt natürlich auch viel, viel einfacher machen können für die Leute. Hatte ich ja, glaube ich, das letzte Mal auch gesagt. Bisschen mehr Rücksicht nehmen, denn für die Anfänger. Deswegen stelle ich meistens die Spiele, wenn ich aufnehme, auch auf leicht. Damit ich nachher nicht immer so viel schneiden muss. Und dass es ein flüssiges Spielen gibt. Oh, was haben wir denn hier? Federvieh. Achso, der Teleporter ist ja ganz oben. Ja, ich habe vergessen, wie groß die Symbole auf der Karte sind und die Reichweite von den Gegnern eigentlich sind. Habe ich vorher gar nicht bemerkt. Ich dachte, oh, Map klein. Das Ding ist voll riesig. So, komme ich jetzt hier leichter hoch? Muss ich mich sonst... Musst du den ganzen Berg wieder rumrennen, ne? Dunkeln ist halt um. Der ist aber nah dran, der Mond.
Sieht ja schick aus, ne? Ich krieg gar nicht genug davon. Wenn man unseren Mond sieht, der ist ziemlich weit weg. Ah, er hat gespeichert. Wow. Benatscht alles hier. So, ein Teleporter und dann werden wir mal nach Duras und Duras quatschen und eventuell können wir die Alps auf unsere Seite ziehen und der mag sie zwar nicht, aber was sollen wir machen? Ja, und jetzt? Hulu. Ich dachte, da funktioniert dann irgendwie, dass man dann reingeht und dann... Ich möchte gerne dahin. Möchtest du in diese Stelle putzen? Ja. Jetzt mal echt eine bescheuerte Sache. Kann ich mich irgendwo von egal wo teleportieren? Geht das? Ja. Ja, krass. Dann hätte ich das ja gar nicht machen müssen. Wo laufe ich gerade rein? Ach Mist. Muss ja hier irgendwo hin, ne? Zu wem will er denn? Nesol. Ja, ich habe ja die Quests. Nesol hat ja hier Unterhändler. Ich habe die Wildnis mit einem Alpen namens Nesol gesprochen. Ich soll den Berserkern in ihrem Namen einen Waffenstillstand anbieten. Da. Zu Harkon muss ich. Toll. Harkon. Gerade Harkon? Wollt ihr mich verarschen? So mit Harkon-Waffen. Oh, das ist echt schick hier. Das meint ihr doch nicht ernst. Ohne Mampf kein Kampf. Man muss sich nicht immer rechtfertigen. Eine Hand wäscht die andere. Na toll, gebt euch hier nur irgendwelche Sprüche wieder. Ich wäre die Sache anders angegangen. Wie soll das alles nur enden? Lass deine Technik lieber stecken, sonst... Wenn das alles ist... Das sieht ja echt schick aus, oder? Tada. Eventuell muss ich mich erstmal gut stellen mit den Leuten und danach kann ich erst dieses Aushandeln richtig gut machen. Ich weiß es nämlich überhaupt nicht. Der Harkon ist echt ein schlimmer Finger, also das ist... Ich kann ihn ja auch irgendwo verstehen, aber... Ein Abgrund? So dunkel. Oh. Harkon, wo bist du? Wieso ist Harkon hier im Walachei irgendwo? Ach, ich bin dem Falschen gefolgt. Harkon ist da. Also zurück. Links und... Oh. Ist Harkon da oben? Ist das... Bertram. So, dann mach ich hier hoch. Nein! Toll. Das Ding ist echt scheiße. Ragnar, wer bist du denn? Nachtwache.
Tja, man muss da einteilen, ne? Nachher, wenn man das Camp hier alles beschützen muss. Lass deine Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. Ich kann mir das sogar richtig vorstellen, dass irgendwas passiert. Vor allen Dingen, er hat einen bestimmten GPS-Signal. Die Alps, die werden ihn bestimmt orten können. Ich drück mal die Speicheltaste. Einmal kurz speichern. Hakon. Werker. Das sind Puppen. Ist der Hakon hier? Hallo Hakon? Hakon? Hier gibt es nichts umsonst. Nein, ist doch nicht. Wenn du was klaust, stirbst du. Ich will nichts klauen. Ich hab die Alps gefunden. Ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Wir reden hier von Separatisten. Und wenn sie deine Männer gar nicht getötet haben? Wir reden hier von Separatisten. Separatistische Alps? Das kann ich kaum glauben. Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Sie sind im Westen, Wahrheit. Sie sind im Norden, beim Konverter, Lügen. Ich denke, es ist besser, wenn ich es für mich behalte. Ich denke, es ist besser, wenn ich das für mich behalte. Ich hab's gewusst. Ich habe dir von Anfang an nicht getraut. Du deckst einen Haufen Alps und gibst es auch noch zu. Verschwinde aus unserer Stadt, du Verräter. Sonst mache ich dich einen Kopf kürzer. Dich, Arschloch! Wusste ich's doch. Hakon, der Killer, hat wieder zugeschlagen. So eine fiese Socke, oder? Ja gut, was mache ich jetzt mit dem? Warum muss ich Ihnen das erzählen? Ja, klau hier ja nichts. Ich klau dich gleich. Ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ja. Wir reden von Separatisten. Und wenn sie deine Männer nicht getötet haben? Und wenn sie deine Männer gar nicht getötet haben? Ach, und wer soll es dann gewesen sein? Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Tja, wenn ich Ihnen jetzt die Wahrheit sage, könnte es sein, dass Sie auf einmal die Alps töten und denn sie sind im Norden beim Konverter. Also wir sagen einfach mal die Wahrheit hier. Sie sind im Westen. Na schön. Ich werde einige meiner Männer zu den Alpseparatisten schicken. Wenn sie nicht auf Krieg aus sind, dann werden auch wir uns zurückhalten. Bin gespannt, ob wir eine friedliche Lösung finden können. Hier hast du ein Zeichen meiner Anerkennung. Oh. Ja. Was willst du hier? Oh, die Backen. Gekacken. Wir müssen uns auf jeden Fall irgendwie eine Unterkunft suchen. Ich weiß nicht, wie man hier übernachtet sonst. Also sehen wir uns in der nächsten Folge einfach mal wieder und dann gucken wir, wie wir mit den Alps weiter vorgehen.